Anspannung beim SV Galatasaray Wien. Trainer Franz Reiter schwört seine Mannen auf das bevorstehende Match ein. Das ist ein Prestige-Match, meine Herren. Es wisst ihr, spielt gegen Ezan. Ich hoffe aber, dass wir heute auch zuschlagen. Gegen den Außenseiter müssen am Mautnerplatz unbedingt 3 Punkte her. Schließlich will Obmann Karadogan mit Galatasaray um den Aufstieg mitspielen. Wenn wir so weiterspielen, ist durchaus möglich, dass wir in die Wiener Liga kommen. Gelingen soll das Kunststück vor allem mit hartem Training und Disziplin. Sowie dem richtigen Mann an der Seitenlinie. Da schau! Franz Reiter. Ich hätte keiner gehen, wieder ins Burgenland als Trainer. Nicht? Aber da muss ich weit fahren. Und da habe ich aber nicht das Gefühl gehabt, so wie da so aufgenommen worden sein. Weißt? Und weil die rennen für die ja. Ich bin wie zu einer Vater so auf die Art. Geschossen, dann hat er mit dem verkehrten Fuß geschossen. Und der hat die praktisch verloren. Dass er ohne türkische Wurzeln beim Club zu einer Minderheit gehört, stört den 68-Jährigen weniger. Auch Verständigungsprobleme gibt es offenbar selten. Wir kennen da ein paar Spieler, die kennen schon 15 Jahre, die waren noch Kinder. Spielen jetzt auch schon in der Mannschaft. Nicht? Da kann man österreichisch reden. Aber dann wie halt der Herr Obmann, der muss ja auch ein bisschen was sprechen, der sagt dann das auch eher in seiner Meinung. Aber auf Türkisch ist klar. Nicht? Für den Verein mindestens ebenso wichtig wie der Trainer sind seine Anhänger. Ein Fan der ersten Stunde ist Adem Aydin. Also ich bin bei jedem Match dabei. Das ist jede Woche einmal, also jeden Samstag oder Sonntag. Bei manchen Partien drängen sich bis zu 400 begeisterte Fans jeden Alters auf den Tribünen des Mautnerplatzes. Dass die Stimmung heute eher gedämpft ist, liegt erstens am Halbzeitrückstand von Galatasaray und zweitens am Ramadan. Heute tun die meisten fasten und das macht auch halt Probleme beim Schreien oder beim Mitmachen. Halt sind wir ja meist diese Woche zum Sitzen da. Als Galatasaray das Match in den letzten 10 Minuten umdreht, flammt dann aber doch noch Euphorie auf. Endstand 4:2. Spieler und Zuschauer sind erleichtert. Der Trainer ist stolz auf seine junge Truppe. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Das ist nicht einmal, ich sage einen Schnitt, wenn wir anfangen, 22. Das ist eine Mannschaft für die Zukunft, wenn es halbwegs vernünftig geführt wird. Und vielleicht kann man sogar einmal die großen Idole von Galatasaray Istanbul fordern. Am besten in Wien.